Danke, dann bleibt man doch lieber bei unserem System, bei den Endemisch Liga. Aber es kommt immer darauf an. Egal, es geht los. Fragen und Antworten. Später wieder gerne. Jetzt geht's in die Knife-Runde. Team King Green gegen Valiance. Mal schauen, wer hier sich bei der Stecherei dominieren kann, um das hier zu gewinnen. Das sieht schon mal sehr gut aus für Team King Green. Die schmitzen hier alle Tees weg und am Ende ist es ein easy 2-on-1. Team King Green darf sich aussuchen. Mal sehen, ob sie Tee gehen. Das wäre mal was Neues. Die meisten Knife-Wins gehen zurzeit immer auf die CT-Seite, obwohl sie eine gute T-Hälfte spielen können. Kommt darauf an, wo wollen sie sich warm schießen und wo wollen sie die Runden zuerst farmen. Sie entscheiden sich für CT, sie wollen erstmal verteidigen und dann geht's auch sofort los. Good luck, Fun, viel Spaß beim Zuschauen. Team King Green als CT, Valiance als Terroristen in der ersten Pistol-Runde. Team King Green, fünfmal Rüstung gleich am Start. Valiance mit dreimal Rüstung, zwei Nate-Sets. Und für Valiance geht's dann auch gleich mal Richtung A. Einer Door, vier Main. Ziemlich Standard-Go. Machen das Ganze leise. Minise geht mal auf Info-Peak. Müsst jetzt hier gleich ins Gesicht bekommen. Aber verteilt erstmal einen Headshot durch die Kiste. Wird dann überrannt. Letney mit dem ersten. Es müssen alle rotieren. Rawn ist der Erste, der hier noch ein paar Frags rausnehmen kann. Jetzt kommen die Smokes, der Molotov. Aber der Aspot ist halt komplett offen. Es wird komplett auf Retake gespielt. Und Taz mit Reeds kommen jetzt übers K. Gehen schnell rein. Taz geht auf Info-Peak. Guckt jetzt, dass er den Bombenträger vielleicht killt. Wenn er da weggeht, da kommt ein schöner Headshot von Taz. 4 gegen 4. Und Maus kommt von hinten. Er macht erstmal ruhig, aber Hunter geht schon aggressiv, will hier von hinten ausschließen. Guckt in die Ecke, aber Maus mit dem Headshot. Ganz wichtiger Kill. Alle sind jetzt am Spot gefangen. Neno in der Tor, muss da vielleicht am meisten jetzt noch machen. Und Maus kommt mit der Flash in die Ecke. Türspieler blind. Reeds mit dem nächsten Headshot. Letney wird auch rausgenommen, dann ist es Neno alleine. Wird aber auch von Maus getradet. Schöner Flank von Maus, holt ihr den Doppelkill. Reeds und Taz mit drei Headshots. Und dann war es das. Schöner Go von Valiance. Haben sie schön ausgenutzt, dass da A gesolo-deckt wurde. Und am Ende ist es die erste Runde für Team King Green. Der Ball kommt raus. Vier Rifles, eine MP. Wissen natürlich klar, die haben gelegt. Die können nächste Runde kaufen. Macht jetzt keinen Sinn, hier mega viele MPs zu kaufen. Und nur Rawn geht auf die MP9, um ein bisschen Geld zu farmen. Es geht anscheinend Richtung Mitte. Und da steht Rawn ja mit der MP9 bereit. Er kann jetzt hier gleich vielleicht ein bisschen Geld farmen. Es wird doppelt geboostet. Taz ist mit dem Backup da. Rawn hört die Steps über sich. Aimt da jetzt rein. Lässt sie vorbeilaufen. Keiner guckt in die Ecke. Der Triple Spraydown von Rawn switcht auf die P250. Holt da noch einen Kill. Ist eine P2000. Tut mir leid. Und damit ist es nur noch Nano alleine gegen 5. Ja, natürlich noch ein gutes Omen hier, wenigstens Rawn noch rauszunehmen. Wenigstens einen zu killen hier. Aber natürlich mit wenig Investment, auch wenig Chance, hier was zu holen. Da hat keiner die Ecke gecheckt. Wenn da der Erste vielleicht die Ecke checkt, dann können sie ihn zu zweit dritt holen. So ist es. Die Flawless-Runde für Team King Green. Die fangen hier genauso an, ihre Favoritenrolle auszuspielen, wie wir es uns gedacht haben. Und mal sehen, ob Rawn bei der MP bleibt. Er gibt sie wohl an Menezer. Nein, die MP fliegt raus. AWP nachgekauft. Und die Farmers für Menezer. Und die Jungs von Valiance. Mit vier AKs, einer Galil, ein paar Nades sind da. Den Impuls hat er seine AK gedroppt, damit jemand anders Nades kaufen kann. Der Doppelboost und die drei Nades hoch auf den Boost. Oh mein Gott, was ist das für Schaden? Letney runter auf drei. Hunter war auch schon halb HP. Was ein sicker Anti-Strat von Team King Green. Aber das hier genau auf dem Schirm, dass die jetzt diese Runde bestimmt boosten wollen und hauen da drei HEs hoch. Letney kommt da gerade noch so weg mit 3 HP. Das ist so gut gespielt und jetzt heißt es schon wieder Unterzahl für Valiance. Ihren ersten Buy-Runde. Scheint es nicht so, als ob sie hier gleich mal eine Runde anknüpfen können. Letney hört auf Steps, guckt, ob er irgendwas hört auf Marspot. Aber Neno mit dem Opening in der Mitte. Da steht Rawn noch bereit mit der AWE, verschießt. Neno runter auf 10 AP. 2 T-Spieler Low AP, aber haben immerhin wieder das 4 gegen 4. Letney holt immer noch auf Steps, ist immer noch ganz passiv hier, während seine Mates ein bisschen versuchen, Richtung B sich zu orientieren. Es wird ein kleiner Fake-Play, wie es aussieht. Neno mit der Smoke. Natürlich gefährlich. Wenn da jemand Garage pusht, dann war's das. Aber Impuls hat das wohl bis eben noch ein bisschen abgedeckt. Jetzt kommt die Smoke raus, Richtung A.
Und Letney wird hier noch ein bisschen mitfaken. Also es soll wohl der A-Fake B-Go werden. Und das klappt. Reeds verschiebt schon. Maus ist hier alleine. Da muss jetzt hier die Frags nehmen. Die Bombe rausnehmen. Rollen mit dem ersten. Maus kann auch einen rausnehmen. Bombe lebt aber noch. Hat noch keine Info. Jetzt sieht er die Bombe. Bekommt aber ins Gesicht. Reeds ist schon da mit dem Rotate. Und sollte das jetzt easy aufräumen können. Lässt aber die Bombe erstmal vorbeilaufen. Nano mit dem Frag of Rollen. Und Nano mit einem zweiten. Holt hier Reeds auch noch raus. Das ist Minisem. 1 gegen 2. So einfach geht es. Auf einmal holen sie hier die Headshots in der Runde. Und Minise muss das reparieren. Muss jetzt hier das 1 gegen 2 gewinnen. Kommt jetzt hier von hinten. Aber Nano, richtig sicke Runde. Holt hier das 4K für sein Team. Und damit die erste Runde für Villains. Solche Einzelaktionen brauchen sie, um gegen Team Kinguin hier irgendwie Akzente zu setzen. Und Team Kinguin nochmal mitten dabei. Haben ja die Flawless-Runden gewonnen. Dadurch mussten sie nicht nachkaufen. Haben jetzt hier zweimal Farmers, dreimal Farmers, einmal im 4 und die CZ bei Ron. Kein schöner Buy, aber nochmal die Chance, die T's gleich wieder zurückzusetzen. Impuls mit dem Opening bei A. Da wollte Minise mit seiner Waffe hier ein bisschen auf Info pushen, aber hat leider den Winkel verpasst. Ron jetzt alleine auf A mit der CZ, natürlich gefährlich. Er wird sie leer herauslaufen lassen, das sieht ja aus dem Retake. Aber jetzt schleicht er langsam Richtung Spot, um das zu verneinen. Aber es ist noch ein langsamer Aufbau, also noch nichts entschieden, wohin Villains hin will. Die gucken, ob die TS nochmal irgendwo Action machen. Maus und Taz gehen jetzt beide hier aggressiv, lassen sich wahrscheinlich gleich reinflashen. Aber Letney verkrümelt sich gerade aus der Main, von daher interessiert ihn das nicht wirklich. Main-Control also in den Händen von Kinguin. Aber Taz hat auch nicht wirklich Bock, das zu halten. Doppelboost jetzt von Hunter und Letney gehen jetzt hier die Mitte angreifen. 50 Sekunden, so langsam müssen sie sich orientieren, wo sie denn hinwollen. Maus und Roll haben auch schon wieder verschoben, orientieren sich jetzt mehr nach B, nachdem sie da gesehen haben, die Main ist offen. Es ist immer noch Nano hier, der hier stressen kann. Taz hält die Main. Mitte wird jetzt angespielt. Schacht auf. Flashes, Molotovs und dann geht's erstmal auf Infos. 30 Sekunden. Sie brauchen jetzt irgendwo einen Frag oder müssen den Go vorbereiten. Denn die Bombe ist immer noch bei Boost, bei der Main. Aber es wird wohl der A-Split. Nemi sollte dann nur faken und das funktioniert wieder wunderbar. Drei Spieler bei B. Taz hört die Tür. Wird hier rausgemollot. Der Schaden ist da. Die Info müsste da sein, dass Tester steht. Hunter kommt in die Ecke, hat den Headshot. Und damit gehört der A-Spot bei 10 Sekunden. The Lions, sie können hier blenden. Und ihr seht, Team Kinguin geht schon auf den Safe. Hat hier gar kein Interesse, irgendwie noch was zu versuchen. Sehr geduldiger Aufbau von The Lions. Warten, bis die CTs irgendwie verschieben. Machen dann einen kleinen Akzent Richtung B. Das reicht schon, um da den dritten zu verschieben. Und Taz schafft es nicht, alleine den A-Spot zu halten, holt keinen einzigen Frag und dadurch keine Chance, in den Retake zu gehen. Villains gleicht aus und das Geld bei den CTs halt noch nicht so gut. Haben jetzt zwei gesavte Waffen. Rawlin sollte vielleicht gucken, ob er noch irgendwie eine Waffe rankommt, aber Rüstung, Nate und CZ sind halt auch was wert in der nächsten Runde. Und da ist das Risiko vielleicht nicht wert. Letney geht jetzt hier nochmal auf Exit Tracks, guckt, ob er noch irgendjemanden finden kann. Maus am Spot. Aber Letney denkt sich, ne, ist es nicht wert. Ich behalte meine AK, vielen Dank. Und damit steht es 2 zu 2. Taz kann natürlich locker nachkaufen. Nemi hat sich da eine Farmers geholt. Spielt er wohl lieber als die Galil. Und dann geht es Richtung B. Diesmal etwas schneller mit drei Mann. Einer deckt A, einer deckt B. Es wird sich wieder in die Main reingeflasht. Letney geht mit den Predict-Shots gar nicht so weit vorbei. Aber es wird sich jetzt Richtung B aufgebaut. Maus und Taz müssen das hier halten. Taz natürlich nur der USP, soll aber baiten für sein Teammate. Wenn er hier einen Headshot setzen kann, wäre das natürlich Gold wert. Aber es wird wahrscheinlich gleich hier eine Pop-Flash kommen. Da wird auf jeden Fall Mitte schon mal ein bisschen angefaked. Jetzt kommt der erste Smoke Richtung CT, der Molotov Richtung Heaven und dann geht's los. Aber der Bait-Setter funktioniert wunderbar. Taz macht da Stress, Maus zieht rein, holt ein. Taz mit dem Doppel-USP-Headshot nimmt hier zwei raus, muss jetzt nur auf Zeit spielen, muss nur auf seine Mates warten. Und die T's haben ein Problem, die müssen jetzt drauf. Letney geht vor, hat den Headshot, ganz wichtig jetzt, dass er hier schnell die Bombe legt, bevor die CTs von hinten schon da sind. Minise sprintet nämlich schon rein, Reeds und Rollen sind auch schon bereit. Also wird ein schwieriger Retake für die CTs, aber es ist machbar. Letney mit dem Spray bekommt ins Gesicht, Reeds.
Und dann ist es nur noch Impuls. Alleine gegen drei. Der Spray geht raus, oben und unten, aber keine Chance. Wird von drei Mann überrannt und Team King Green schafft es hier in der Eco Force bei gesaveten, was auch immer. Hatten ja zwei gesavte Waffen, DTZ und zwei USPs und ja, Taz so perfekt eingesetzt mit dem Doppel-Headshot, dass es hier reicht, die Runde zu gewinnen. The Lions hätte das nicht zulassen dürfen, aber das war einfach zu guter Setup. Haben da keine Flashes, keine Smokes geworfen, als sie rausgekommen sind Richtung Headshot. Und dadurch konnte Maus das Bait-Setup von Taz perfekt nutzen, um Schaden zu machen. Taz ist dann da, um die Ablenkung zu nutzen. Und damit wieder die Führung für die Polen. The Lions nochmal im Buy. AWP, 4 AKs am Start. Also haben kaum Verlust gemacht natürlich, hatten eine gute Economy. Und Impuls jetzt ganz schnell Richtung B. Minise aimt hier auch schon mit AWP an. Also AWP-Duell hinter der Smoke. Aber beide checken nur die Winkel des Pushes. Also erstmal nichts zu sehen hier. Reeds geht aggressiv in der Door, gewinnt das Duell gegen Nenno, ganz stark. Jetzt müsste eigentlich Letny hingehen, um den Door-Pusher rauszuholen, wenn er rausrennt, aber er ist zu spät. Und Taz deckt auch sein Teammate da vom NBK, dass genau das nicht passiert. Und Reeds geht wieder rein in die Door. Schöner Fake-Play, rennt da zurück. Dann macht Taz die Fake-Steps und dann haben sie immer noch jemanden in der Door unbemerkt. Das sehen wir nämlich hier auch. Niemand guckt auf die Door von den beiden hier. Minise mit dem nächsten. Doppelte Überzahl für Team King Green. Mit der Smoke Richtung Connector, aber Ron steht an der Whitebox bereit. Guckt jetzt erstmal nur auf den Push. Und Minise geht weiter aggressiv mit der AWP. Da kommen zwei Terroristen, aber die sind weit voneinander getrennt. Minise mit dem ersten Hunter zieht rum, hat den Trade. Und dann ist es Maus, der jetzt hier auch noch Hunter wegholen kann. Easy peasy. Und die AWP kann auch noch safen. Ja, wenn eins fällt hier nicht allzu viel aus, lassen sich von der AWP von Minise dominieren. Und verlieren hier die zweite Runde am Stück. Dadurch kein Geld mehr durch. Nicht geblendet, halt auch kein guter Bein in der nächsten Runde, aber... Jetzt in der Eco. Der Versuch wahrscheinlich irgendwo zu blenden. Bisschen Equipment ist da. Zwei Flashes. Das könnte ein A-Play werden. Aber wenn hier sich Mitte gestackt wird, wohl eher Mitte Flashes. Und dann geht's hier raus. Maus schon aggressiv. Geht hier um die Eco. Den ersten, den zweiten, den dritten. Triple Headshot mit der MP9. Nimmt das Team hier komplett auseinander. Die Flashes kamen zu spät. ETs warten. Einfach nur, bis der Molotov weg ist. Maus geht durch. Ich muss aufpassen, hinter ihm steht einer. Den kriegt er nicht. Hunter kann wenigstens ihn rausnehmen. Aber am Ende reicht es nur für einen für Hunter. Und Maus kann mal wieder ein bisschen Geld fahren. Schöner Triple Spraydown. Einfach reingehalten in den Kopf. Und dann ist er jetzt mit 9-3 auch Top-Fragger. Und wir sehen, Nemi hat noch keinen einzigen Frag. Richtung Boost, kommt perfekt auf die Ecke, dadurch brennt es an die Kante an und auch noch unten. Also wenn man sich hinsetzt zum Boosten, brennt man dann unten ab. Wenn da einer oben bei dir auf dem Kopf steht, da denkst du, geh weg, geh weg, geh weg, ich brenne. Also genau so müssen die Molotovs kommen, um die TS hier zu verhindern, dass sie dabei Boost was aufbauen. Taz diesmal close in der Mitte, Maus ist etwas defensiver. Hier im Schachtraum hat Reeds hochgeboostet in Vents. So decken sie zu zweit Mitte. Minise deckt alleine mit der AWP, wird hier geflasht. Aber keine Aktion dahinter. Smoke Richtung Main ist da. Aber die T ist wieder ganz entspannt. Minute 5 noch zu spielen, haben noch kein bisschen Raumgewinn gemacht. Hunter wartet jetzt hier auf das Signal, die Smoke zu werfen. Die geht raus in die Mitte Richtung Whitebox. Mal sehen, wo Impuls seine Smoke hingeht. Okay. Taz steht auf jeden Fall bereit. Wird ja gut geflasht und Impuls kommt raus, zieht den ersten. Reeds wurde da abgesmoked, ist aber durch die Smoke einfach durch und holte den Doppelkill. Hat perfekt reagiert auf diese interessante Smoke. Also der Molotov, der hier vorher lag. Und dann sieht man, glaube ich, im Schacht nichts nach unten. Man sieht aber die Füße vom Schachtspieler. Also sehr interessanter Goal. Leider hat es nicht geklappt. Minise mit AWP jetzt aber zu spät bei A, denn die Bombe ist schon am Spot. Und Emmy mit dem Flanker könnte hier richtig Schaden machen. Ron hat ihn aber auf dem Schirm, sprayt da rein und holt ihn weg.
Starke Aktion von ihm. Jetzt ist es ein 2 gegen 4 Retake. Letny und Nenno müssen ausrasten. Nenno hat ja vorhin schon mal einen Klatsch geholt. Mal sehen, ob er es diesmal wieder schafft. Spread da rein, verschießt aber runter auf 4 AP. Es ist nur noch Letny mit dem ersten. Aber Maus ist da mit dem Trade. Und dann ist der Retake geschafft mit neuem Verlust. Und Team King Green holt auch Runde Nummer 6. Valiant lässt sich hier coole Dinge einfallen. Diese Runde haben sie nicht geklappt. Weil Reeds natürlich perfekt drauf reagiert hat, gesagt, oh shit, die Smoke. Da pushe ich einfach mal durch aufs Dach. Alle gucken nur in den Schacht und er kann von oben die Frags holen. Das ist die wichtigste Eigenschaft, die man in CS haben kann. Adaption auf bestimmte Dinge, die jetzt nicht jede Runde passieren. Reagieren, den richtigen Move machen und dann die Gegner überraschen. Obwohl sie eigentlich dich überraschen wollten. Nächster Buy durch den Plant nochmal für Valiant. 5 AKs, bisschen Utility dabei. Nenno geht hier schnell aus der Garage raus und Rollen kommt durch die Whitebox Smoke gerade noch so weg. Und jetzt geht's einfach schnell auf A. Da stehen aber noch Taz und Minise. Minise brennt hier aber ab. Taz muss das alleine halten. Rollen ist da mit der Assistance, holt hier den Spieler vom Spot weg und die Bombe macht sich schon auf den Weg nach hinten. Nenno ist hier durch die Mitte durchgesneakt, aber geht in die Falle der Polen und damit ist es nur noch Hunter. 13 AP mit einer Galil. Außer Taz sind alle voll HP, da sollte nicht mehr allzu viel anbrennen. Geht jetzt hier auch in die Mitte rein. Hat natürlich die Info, dass Mitte erstmal nichts ist, dass die hinterm Z stehen. Aber Reeds ist da. Er hat Bock, hier den Frag schnell zu holen. Jetzt hier aus dem Connector lässt sich reinflashen, aber Whitebox nicht blind. Bleibt einfach cool. Hunter hier mit der Chance, noch einen Frag zu ziehen. Zieht rum, aber Rawn hat den Headshot. Easy peasy. 56 HP noch und Team King Green mit 5 Punkten vorne. Valiant muss jetzt auch in die Eco investieren, hier in 3 Deagles, 4 Deagles, eine P250. Und noch versuchen, damit Akzente zu setzen. Hunter deckt aber passiv, wartet auf die Nate. Kein Sinn, da rein zu sprinten. Molotov liegt wieder gut. Emmy lässt sich hier hochboosten late, kriegt nochmal eine Flash ins Gesicht, aber jetzt wieder Vollfokus, um hier zu versuchen, den Headshot zu setzen. Rollen muss aufpassen, so eine Diegel kann gefährlich sein, hat den Spieler gesehen, die Nate kommt raus und geht gedreckt in Emmys Gesicht, runter auf 17 AP. Die Nate kann man sich ruhig mal merken, dass die genau dort explodiert, wo man halt wartet. Das sollte man auf jeden Fall üben, dass die aus jedem Winkel geworfen werden kann. Denn die macht immer so viel Schaden, vor allem wenn da mal ein Doppel- oder Triple-Boost ist. Wir haben es ja vorhin gesehen, wie Team Kinguin da 2, 3 Nades rübergeworfen hat. Und 2, 3 Spieler fast an den Herzinfarkt gestorben wären. Maus mit dem ersten Akzent oder den ersten, aber Rawn bekommt die Deagle-Schelle von Hunter. Hat sich gerecht da für seinen Mate, dass der da die Nade ins Gesicht bekommen hat. Auf A wird schon wieder rausgeschlichen. Das spielt Team Kinguin wieder extrem passiv. Taz geht da auf Lack, den Spieler zu spotten, wenn es aus der Main rausgeht, aber der Erste hat es schon Richtung Spot geschafft. Und Lightning geht jetzt hier auch aggressiv und wartet auf seine Teammates, dass sie da in der Main die Action ziehen. Hat, da kommt er in die Ecke. Schöner Play von den Tees. Holen die den Ersten raus. Und die Bombe kann gelegt werden. Reeds mit der Reaktion holt hier Hunter weg. Aber es ist ein 3 gegen 3. Das ist nicht so leicht. AWP bei Minisa auch nicht die perfekte Waffe zum Retaken. Aber wenigstens kein Rifle, aber Impuls mit dem nächsten Deagle Headshot. 2 gegen 3 Überzahl jetzt. Die müssen es nur noch cool runterspielen. Maus muss jetzt hier ganz schnell einen Frag finden. Der Molotov Richtung Z. Letny zieht raus. Maus mit dem ersten. Maus nochmal Anschuss gegen Impuls. Der Main-Spieler peakt und dann ist es nur noch Impuls gegen 2. Die Bombe tickt runter. Er muss jetzt einen Frag haben. Dann hat er die Runde. Den Frag hat er. Jetzt muss er nur cool bleiben. Minise im 1-on-1, aber Impuls faced. Er hätte sich einfach noch runterducken müssen. Die Zeit, um sich arbeiten lassen. Aber nein, er will noch einen Shot setzen. Und so schafft es Minise, den Retake zu holen und hier die Runde zu gewinnen. Richtig guter Try von Valiant. Aber am Ende einfach nicht gut ausgespielt. Da war er zu gierig. Da war er zu hungrig. Hatte schon 2 Deagle Frags. Wollte unbedingt den dritten. Aber dadurch die Runde verloren. Timeout bei Valiant. Sie merken, okay, wir müssen uns das einfallen lassen. Haben jetzt hier 6 Runden auf Stücke verloren. Und wir müssen auch irgendwie gucken, warum Emi hier nicht reinkommt. Ihn vielleicht ein bisschen besser einsetzen hier mit dem doppelten Bond 009. Und weiterhin Maus mit 13 Frags oben. Reeds und Roy mit 11 dahinter. Minise und Taz mussten bisher noch nicht allzu viel machen, sind aber da, wenn sie gebraucht werden.
Mal sehen, wie lange Valiance hier braucht, um sich auf die taktische Ausrichtung zu konzentrieren. Aber sie sollen sich ruhig die Zeit nehmen, die sie brauchen. Da kommt die Stopp-Call, um hier in die nächste Runde zu gehen. Runde Nummer 11. Die Chance für Valiance, jetzt die CDs mal unter Druck zu setzen. Die Economy rastet schon ganz schön aus. 12.000 bei Menise. Die anderen auch gut im Geld, dass sie nächste Runde kaufen könnten, falls sie hier verlieren. Also, mal gucken, ob sie es hier schaffen, endlich Team King unter Druck zu setzen. Sonst könnte das hier eine richtige Klatsche werden. Wie gesagt, es ist eigentlich eher eine T-Map mittlerweile. Waren hier mit gutem Movement. Hat es hier hochgeschafft auf den Boost. Unbemerkt guckt er den jetzt einfach rein. Aber Hunter mit der richtigen Idee, aber verliert das Duell. Rawl mit dem Headshot runter auf 17. Und dadurch wieder die Überzahl für Team King Green. Der Molotow liegt diesmal nicht so gut, ist aber egal, will sowieso keiner boosten. Und Valiance muss wieder gucken, wo sie Openings finden. Aber nein, Minise ist damit ab, gewinnt das Duell. Hält jetzt auch noch gegen Letney an. Der haut erstmal eine Flash raus. Aber Minise guckt rein, wollte genau auf die Flash warten. Door geht jetzt auf, wird hier schön unter Druck gesetzt, aber die CDs rotieren schon rein. Taz und Rawl sind schon da und Rawl mit dem Headshot durch die Smoke. Holt hier den ersten. Letney muss es hier versuchen, noch ein bisschen Schaden zu machen. Verschießt aber gegen Taz, sieht er den Kopf, aber haut vorbei. Und wird jetzt auch von hinten langsam geflankt. Maus ist da, zieht rein, hat einen Frag. Ein bisschen zu spät, gerade so mit der letzten Kugel. Letney bekommt noch Minisa. AWP liegt am Boden, aber kann nicht aufgehoben werden. Oh, kleine Misskommunikation. Da hat auch gerade Maus die AWP vom Boden nicht aufheben können. Und dadurch müssen sie jetzt nachinvestieren. Also wenigstens ein bisschen Economy-Schaden, aber wir sehen es. Es ist die 12. Runde und die CDs haben so viel Geld, da sollte nichts mehr anbrennen. Die T's nochmal mit einem Bein, nochmal 4 AKs und die AWP. Und diese hält hier alleine den Nahspot. Die T's bauen sich so langsam Richtung Mitte auf. Valiance, wilder Challenge. Na, wir sehen's. Interessanter Stack von Team Kinguin, die vermuten hier den B-Push und stellen sich da zu dreieinhalb hin. Tars natürlich mit dem Fokus auf Mitte. Und bekommt erstmal einen Headshot und zieht sich zurück. Also Mitte-Kontroll erstmal in den Händen von Valiance. Ron versucht das jetzt zurückzuerobern. Aber nee, mich holt er den ersten bei B. Das ist doch der erste Frag für ihn. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen auf dem Scoreboard. Und das könnte der Initiator sein, um mir die Runde zu holen. Es wird wieder krass verschoben. A wird komplett offen gelassen. Minise mit dem nächsten Frag. Holt er den Boost-Spieler weg, Maus holt Emmy weg. Das war's auch schon wieder mit seinem Killing Spree und Letney könnte hier zum wichtigsten Spieler der Runde werden. Geht jetzt hier Highway hoch, muss das Duell gegen Minise suchen, aber er deckt nur ab. Er wartet nur auf seine Teammates und Minise kann sich dadurch einen richtig guten Winkel holen, um zwei Seiten zu decken. Letney verpasst das Timing da um ein paar Sekunden. Und da es jetzt Richtung A geht und Maus auch schon verschoben ist, könnte das hier schnell wieder beendet werden, dieser Push. Minise deckt auch noch Highway. Da kommen die Flashes und Smokes aus der Main. Minise guckt, sieht Letney, ist aber überrascht, dass er schon so weit oben ist und verschießt deswegen. Und jetzt geht's hier schnell auf den Spot. Maus hält den Aim, hat keine Angst vor der Decoy. Hat sogar fast noch den zweiten. Bomber wird gelegt. 2 gegen 2. Taz und Rawlen müssen sich beeilen. Taz kommt komplett von hinten. Nein, er biegt in die Mitte ab, will mit seinem Mate zusammenspielen, hat Low HP, will sich baiten lassen mit seinem Mate. Und Nano steht im guten Spot. Rawlen zu voreifrig, holt hier den ersten und damit ist Taz im 1 gegen 2. Das sollte die Runde für Valiance sein, es sei denn, der Veteran kann hier ausrasten. Hört natürlich Nano im Smoke, Weiße steht da am Yellow. Gleich da jetzt rum, hat den Frag. Hunter muss aufpassen, muss auf Zeit spielen. Taz sprayt hier wild um die Ecke. Diffuse kommt rein, er denkt, er ist irgendwo am Roten. Aber nein, Hunter ist hier, verschießt aber 11 HP. Die Bombe tickt aber schon zu spät. Hunter hat den Frag und damit endlich die 3. Runde für Valiance. Doch mal einen Hoffnungsfunken gesprüht. Die CTs lachen sich natürlich tot, können nochmal locker kaufen. Und die Ts nicht allzu viel Geld. Müssen jetzt natürlich aufpassen, dass sie die Anschlussrunde nicht verlieren, denn sonst sind sie wieder bankrott. Minise alleine mal spot die Smoke mit Absicht eine kleine Gap, damit Minise hier reinnehmen kann. Kommt erstmal die Nate, die fliegt recht gut, macht ein bisschen Schaden. Emmy runter auf 69 unter Wallshot, fast auf Nano.
Das wäre natürlich hier das Opening zur Runde gewesen. Tor auf, Smoke raus. Minese blind und wird von der Menge geholt. Schöner Go von ITs. Die gehen jetzt hier aggressiv schnell drauf. Tars mit dem Spray. Geht aber auch vorbei. Valiance auf einmal hier gut ins Spiel reingekommen. Viel Schaden gemacht von Tars. Rollen mit dem Nate Kill. 4 gegen 3. Bombe wird gelegt. Alle am Spot. Einer an der Main. Und Panther hier richtig aggressiv. Bekommt aber von Maus durch die Kiste ins Gesicht. Wird rausgenommen. 3 gegen 3. Whitney steht hier mega offen. Will unbedingt den Akzent setzen. Will den Frag holen gegen Reeds. Bekommt aber nur den Frag selber angezahlt. Nano mit dem wilden Spray. Und da ist das Aim einfach nicht on point. Die CTs gehen hier gleichzeitig drauf mit 3 Mann. Holen die Frags, die Duelle. Und machen genau das, was Valiance hier nicht hätte zulassen dürfen. Lassen sich hier gleich wieder resetten und müssen jetzt einmal sparen, um in der letzten Runde nochmal einen Buy zu haben. CT Economy können jetzt sogar auf Autosniper gehen, wenn sie es wollten. Ist natürlich zu riskant, dass die Ts die Clown in die letzte Runde mitnehmen. Deswegen vielleicht in der nächsten Runde, ich bin gespannt. Aber erstmal 4 Rifles, AWP weiterhin bei Menese. Und es geht wohl schnell Richtung A. Da hatten sie Erfolg die letzten paar Runden. Jetzt hoffen sie, dass das wieder so schlecht gedacht ist. Es ist wieder Menise allein auf A erstmal. Mit der Awe wieder mit seiner Lücke. Aber die T's mit mega viel Equipment. Die sind hier tatsächlich auf den Force Buy gegangen. Die wissen, 10 CT-Runden sind schon so stark. Die brauchen unbedingt die letzten beiden T-Runden. Es macht keinen Sinn zu sehen. Aber Tars steht sowas von bereit. Tür geht auf, Flashes kommen raus. Menise mit dem ersten. Tars wird aber abgesmoked. Menise kann keine Hilfe von ihm bekommen. Tars geht jetzt hier über die Smoke auf den Fork. Holt den ersten, wird von Emmy getradet. Sehr guter Reflex-Shot da. Jetzt muss aber die Bombe mal gelegt werden. Die CTs sind schon alle da. Vaughn geht hier schon Richtung Fork. Molotov leider die eigene Smoke. Ron wird perfekt geflasht, aber niemand ist da, um den Frag zu ziehen. Ron komplett blind, aber hat jetzt wieder Vision. Bombe gelegt. Ron mit dem Spray lässt sich endlich rausnehmen. Nano muss aber die Waffe nachladen und damit ist es Impuls mal wieder im Klatsch und bekommt den Drive-by-Headshot von Maus. Maus rastet hier einfach super aus. Triple Kill wieder für ihn. 22 zu 5 und die Hälfte ist noch nicht mal rum. Wenn du so einen Spieler im Team hast, der einfach mal so ausrasten kann. Ich meine, Reeds hat auch 13 zu 3. Jede Runde, die er gestorben ist, wurde verloren. Das ist auch ein Akzent, den man machen kann. Und die T's nochmal mit dem nächsten Force Buy. Eben hat es ja nicht geklappt, warum nicht einfach nochmal? Aber letzte Runde. Sie müssen versuchen, nochmal eine vierte Runde aufs Board zu bekommen. Emmy geht jetzt hier alleine Richtung B. Litten guckt mal Richtung Mitte, aber abgesmoked. Keine Chance, da was zu machen. Es geht jetzt aggressiv in die Main. Das haben sie bisher noch nicht gespielt. Mal sehen, ob es das auf dem Schirm ist. Es guckt aber keiner Main. Da kommt Impuls jetzt rum. Alleine 1-on-1 gegen Tars. Der Molotov aber verrät, wo Tars ist. Impuls setzt einen Shot und geht zurück. Hunter. Währenddessen mit dem Opening in der Mitte. Mit der Kontrolle in den Händen von Valiance. Die können jetzt hier richtig Raumgewinn machen. Und vielleicht noch einen Asplit anspielen. Da steht nämlich nur Tars ganz alleine. Aber der setzt den Headshot und den Follow-up-Hit auf Hunter. Holt ihn raus. Rollen mit dem Nate-Kill. Und die T ist schon wieder in der Unterzahl. Valiance schafft es hier einfach nicht, aus ihrem Vorteil immer irgendwas zu ziehen. Verlieren dann dumm die Frags, ohne dass jemand in der Nähe ist, den Trade zu setzen. Nano macht jetzt hier den Fake bei A. Die Smoke ist draußen, aber wir sehen es. Die Polen gelangweilt von diesem Fake-Versuch. Rollen orientiert sich so langsam nach A, aber Reeds steht hier noch mit Maus. Aber Maus lässt sich wegfraggen. Reeds ist da mit dem ersten, hat den zweiten auch gespottet. Droppt jetzt hier runter, hat die Bombe, kann die callen. Und Impuls traut sich nicht alleine raus. Wartet auf seinen Mates. Nano hat halt nur eine Uzi. Was soll er damit groß machen? Alle sind fast voller P. Damit kann er kaum was machen. Impuls muss jetzt hier Akzente setzen. Der Molotov ist schon mal ein guter Anfang. Geht jetzt da hinterher. Hat einen guten Winkel. Nano kommt jetzt hier aus der B. Mate sprayt rein, aber die Supportflash ist so gut. Alle T's sind blind. Alle beide. Und lassen sich hier wegschießen. Und dadurch ist es die 12 zu 3 Führung für Team Kinguin. Wir gehen in Hälfte Nummer 2. Valiance braucht jetzt unbedingt die Pistol und eine ähnliche Streak für Team Kinguin, um hier wieder Hoffnung zu schöpfen. Sonst wird das ein ganz schnelles GG hier. So, warten wir noch kurz, bis hier das Ready-Up kommt. Währenddessen gehe ich mal auf die Matchseite und schau noch mal ein bisschen auf die Stats. Wird ja in der ESEA resettet in der Halftime, von daher kann ich es nicht in-game nachgucken.
Mal gespannt, ob das mit dem neuen UI dann auch so sein wird, aber ich gehe davon aus. Ja, Maus mit 22 zu 6, Ron dahinter mit 16 zu 5, Reeds mit 15 zu 3. Ja, und bei Valiance, Amy ist zwar nochmal auf 3 Kills hochgekommen von 009, aber es reicht natürlich nicht. Pistolrunde Nummer 2 geht los. Jetzt muss Valiance aufwachen. 4, dreimal Rüstung bei den CTs, Kit und zweimal Nate Sets bei Amy und Hunter. Und es wird der Boost-Setup. Amy, der Bottom-Fragger, muss jetzt endlich mal gute Akzente setzen und beweisen, dass er hier das Material eines MDL-Spielers in sich hat. Ich denke, da wird gleich die Flash von Menise kommen. Oder sie gehen einfach so auf den Go, warten, ob hier irgendein CD noch pusht. Und dann geht's gleich los. Taz macht in der Main ein bisschen Stress, Maus bei B. Und Emmy ganz geduldig, guckt nur auf die Jiggle Peaks, aber er hat Boost ab und zu auf dem Schirm, von daher hat auf jeden Fall gleich die Info. Aber was kann aus der Info spielen? Er wird dann gespielt und jetzt geht's los in der Mitte. Rollen macht den Anfang, geht er schon mal hoch auf Boost. Die anderen beiden stehen dahinter. Bei B wird schon verschoben, haben da den A-Fake gehört und wollen da wie lieber mit Zweien spielen. Und bei 40 Sekunden müssen die Tiers jetzt eigentlich langsam losgehen. Haben jetzt hier die Mitte-Control angespielt. Ne, nur mit dem ersten. Amy kann da zwei Spieler in der Mitte callen. Jetzt geht's hier schnell Richtung B. Letney und Impulse müssen jetzt hier den Push aufhalten. Die Rotations kommen so langsam rein. Es ist keine Smoke. Doch, Menise jetzt mit der Smoke. Die kommt aber zu spät. Impulse mit dem ersten. Letney zieht rum mit dem nächsten. Ron kann traden. Aber es sind Letney und Amy mit den Headshots. Und Valiance schafft es hier easy, die Pistolrunde zu holen. Team King Green hat's viel zu kompliziert gespielt. Und lässt sich dann wegfracken. Die Smoke Richtung CT kam zu spät. Da war schon der erste Frack da. Dann brach Panik aus. Heaven war da. Zwei Spotspieler waren da. Es war einfach zu lesen. Und es ist die vierte Runde für Valiance. Zwei MPs, drei Rifles gegen den Force Buy von Team King Green. Viermal Deagle, einmal CZ mit Rüstung bei Rawn. Was können die Deagles hier holen? Menise stellt sich da Klaus in die Main, an die Smoke, wartet, bis sie weggeht, um hier vielleicht das Long-Range-Duell gegen Letney zu gewinnen. Deagles haben schon ein bisschen geschossen, daher wissen die CDs, was hier abgeht, auf was die Ts hier hinaus wollen. Letney smoke da die Main nochmal nach, aber Menise ist schon rausgeschlichen, hat aber nicht den Winkel, Letney mit dem Opening. Guckt jetzt Richtung Door, sieht Reed, der erste Anschuss sitzt. Und damit erstmal Kontrolle für die Serben. Hunter mit der Flash, guckt einmal rum, sieht erstmal nichts. Mit der MP9 natürlich Long Range, da die Mitte zu decken, ist natürlich gefährlich. Droppt jetzt hier in die Mitte, das hat Hunter wahrscheinlich gehört, kann das callen. Okay, die gehen auf Mitte-Kontrolle, Nenno ist da, um genau das zu decken. Zieht jetzt hier rum, sieht beide Spieler in der Whitebox, sie wollten sich da gerade boosten. Taz mit dem Headshot, aber Emmy mit dem Trade und dann ist es nur noch Reeds alleine gegen 4. Der lässt sich von Letney noch rausnehmen und dadurch Runde Nummer 5 für Valiance. Sie kommen langsam in Fahrt. Das ist genau, was sie gebraucht haben. Die Pistolrunde, die Follow-up-Runden. Und dann können sie Stück für Stück das Ergebnis mindestens knapp machen und vielleicht im King Green doch noch unter Druck setzen und hier die Map gewinnen. Jetzt sehr aggressiv bei B, sind alle geflasht, es ist ein super Flash, aber er ist zu langsam hinterherziehen. Die Frags fallen erstmal nur einer, Taz versucht noch zu reparieren, Impuls mit einem, spät hier rein, 2-3, Doppelkill ist da, der vierte auch noch. Und damit ist es der 4K für Impuls, immerhin nur eine Famas und die USP, das heißt kein Bonusgeld, nur 300 pro Frag. Da hätte Nenno mit seiner MP9 natürlich mehr Geld farmen können, aber er hat das Timing nicht gehabt, um da richtig rumzuziehen, um alle geflashten Spieler aufzuräumen. Das sind halt so die kleinen feinen Unterschiede. Vorhin haben wir es von Team King Green gesehen, wie da Maus mit der MP9 ausrastet und den Triple- und Quad-Kill holt. Und jetzt war es halt nur einer mit der MP9 und ein Teammate musste reagieren, nachdem Emmy da gefallen war. Oder Nenno war es. 6 Punkte Vorsprung noch Team King Green mit dem ersten bei 5 AKs am Start. Nades jetzt sehen auch richtig gut aus.
Das ist der Vorteil, wenn man in der Force-Buy-Runde sich ein bisschen Geld übrig lässt und da nur in eine Deagle und vielleicht eine Flash investiert, anstatt da die kompletten 1400 auszugeben. Da kann man sich halt hier ein paar mehr Nades leisten. Das mit den Nades Richtung Mitte. Amy steht hier, Klaus. Ah, die Smoke hilft ihm erstmal, um das noch abzuwehren. Er will hier durch die Main, aber die blocken sich gegenseitig, merken es aber nicht. Da muss doch eigentlich der Call kommen. Wenn ich hier W drücke und nicht weiterlaufen kann, da muss auch jemand im Weg stehen. Er dachte wahrscheinlich, er steht vor der Wand und Amy jetzt mit der Riesenchance, hier Frags gleich in den Rücken zu farmen. Wartet, dass die Smoke weggeht, guckt jetzt hier um die Ecke, sieht da ganz viele Spieler, geht auf den Single-Taps mit der MP9, der hätte da locker noch ein paar Meter ranschleichen können, bekommt dadurch nur einen, die Trades fallen, Task geht Highway hoch, schöner Headshot gegen Letney, macht er mit den A-Spot auf, der Veteran wird hier zum Held der Runde, Impuls und Nenno müssen es retten. Molotov kommt raus von Nenno, Impuls. Aber Mini so den perfekten Timing, holt Nenno weg, holt Impuls weg. Und damit ist die Hoffnung von Valiance schon wieder mal ein bisschen erschüttert. Das war so gut gespielt von Amy, erwartet dann, aber dann bleibt er einfach stehen. Versucht da mit der MP9 auf Long Range die Headshots zu tappen. Aber die Ts drehen sich natürlich rum und freuen sich da mit der AK reinsprayen zu können und easy einen Effekt zu holen. Sieben Punkte Vorsprung wiederhergestellt. Und die CT ist trotzdem nochmal mit dabei. Doppel AWP jetzt. Impuls und Letney. Versuchen das hier abzuwehren. Die Smog von den Ts, um da die Sicht zu nehmen und erstmal Sunroom einzunehmen. Das Opening ist schon wieder da. Letney ist da ganz dreist in die Door gepusht und holt ihr das Opening. Das ist schon mal ein guter Akzent für die Serben. Valiance mit einem 5 gegen 4 Vorteil. Roland guckt, ob er da irgendwo unterm Boost jemanden sieht. Keine Info. Bei Richtung Whitebox auch nicht erfolgreich. Und jetzt wird sich Richtung A orientiert. Zurzeit steht da nur Hunter, aber natürlich zwei Highway-Spieler. Die können hier ganz schnell reinrotieren. Das ist auch interessant, dass Letney hier nur Richtung Main deckt. Und Amy auf die Jump Peaks geht. Aber Hunter wird jetzt zum wichtigsten Mann der Runde. Während Taster nochmal Mitte Stress macht, hat hier auf jeden Fall die Info, dass da Whitebox was ist. Aber A wird vorbei. Die Highway-Spieler ziehen sich rum und das ist der perfekte Call, denn die kommen jetzt aus der Tor raus. Die können da jetzt helfen. Hunter mit einem, mit zwei. Nein, Amy hat geholfen. Amy mit einem Doppel. Und dann ist es nur noch Taster. Der wollte in der Mitte eigentlich Stress machen. Hat er nicht geschafft. Er hat die Whitebox-Spieler eher verscheucht und Richtung A geschickt. Während seine Mates Executor, aber Taster mit einem Doppel-Headshot. Ganz starke Frags von ihm. 25 Sekunden noch. Weiß ungefähr, wo beide sind. Hätte die Chance, die AWP zu safen, aber geht wohl eher in den Klatschversuch. 15 Sekunden, Bombe liegt am Spot, da kann er straight hinlaufen und planten. Aber Nemi ist da mit dem Frag. Endlich rastet er mal aus mit einem Triple Frag hier in der Runde. Und holt damit Runde Nummer 7 für Valiance. Es war eigentlich perfekt gespielt. Für Valiance hatten sie da richtig Glück. Die standen hier zu zweit an der Whitebox. Nur einer auf A und es kamen drei Mann aus der Door raus. Bis die hier hochgeschoben haben, wären die schon längst am Spot gewesen. Aber dadurch, dass Taz hier in der Mitte den Akzent setzt, schieben die beiden hoch und sind dann perfekt da, während der Doorpush kommt. Und dadurch geht das alles außer Kontrolle. Und die Ts im Namen von King Green müssen in den Force bei. 4 Upgraded Pistols, eine AK bei Reels, die Popflash kommt raus. Maus steht hier in der Ecke neben dem CT. Nenno mit dem ersten Reels geht ihm auch noch rein, da wird easy aufgeräumt. Nenno und Emmy mit den Frags und dann sind es nur noch Minis und Roll. Nenno geht auf Info, geht auf Frags und holt den letzten auch noch. Ein Frag ist natürlich nichts für Team King Green bei dem Investment, was sie da gerade reingehauen haben. Ist ein Frag definitiv nicht genug. Acht zu 13, nur noch 5 Punkte Vorsprung und Team Kinguin in der Volleco. Eine Deagle bei Maus. Dann mit der Glock Ron hat sich noch eine P250 geleistet. Aber wenn hier was passieren soll in der Runde, dann definitiv von Maus. Aber hier kommt der Mainpool. Shunter mit Letney. Einfach mal in die Main reingezogen. Mit der Support Flash holen hier die ersten beiden Frags. Aber das waren ja eh nur die Glocks. Also aufpassen. Das sind noch zwei Upgraded Pistols im Spiel.
Lädt mir aber mit dem schönen Flick-Headshot mit der UMP auf Raw. Das ist die P250 am Boden. Bomberkontrolle. Das heißt, es ist für Reeds und Maus. Einfach nur noch gucken, ob sie Economy-Schaden machen können. Die sieht zwar noch nicht so krass aus wie vorhin bei Team King Green, aber baut sich langsam auf, vor allem wenn sie jetzt hier Flawless gewinnen. Maus mit dem ersten. Das ist schon mal ein paar tausend Dollar weg vom Konto. Reeds ist hier einfach mal auf dem A-Spot, macht hier richtig Stress. Bindet sich an zwei Spieler, aber Maus leider nicht in der Nähe, um daraus Profit zu schlagen. Maus jetzt über die T-Base. Mal sehen, ob er noch Klicks setzen kann. Hunter aber mit dem Headshot rettet hier die CT-Economy, noch weitere Verluste einzustecken und können sich jetzt langsam aufbauen. Eine Waffe kann gedroppt werden. Letney kann aber auch selber kaufen, hat hier am meisten Geld. Mal sehen, was der Call ist. Jawohl, er kauft selber sogar eine AWP. Und dann reicht es auch für das volle Nate-Set. Entscheidet sich aber nur für drei Nates. Hat keine Lust auf eine Haie. Auch Richtung Mitte. Molotov. Und da sehen wir den Unterschied. Der Molotov sitzt halt nicht so gut. Da können sie sich oben an die Kante setzen. Und haben dadurch ein paar Sekunden mehr gewonnen. Smoke ist da. Gehen jetzt hier über den Boost Richtung Mitte. Und Letney ist komplett aggressiv mit der AWP. Ist ganz allein in der Mitte. Braucht jetzt unbedingt Unterstützung von dem. Ja, der bekommt sofort ins Gesicht. Team Kinguin rastet hier in der Mitte aus, holt hier einfach schnell zwei Headshots und damit ist die Runde schon so gut wie wieder rum. The Lions, das Geld ist halt noch okay. Sie können es hier riskieren, noch zurückzukommen, müssen nicht gleich auf den Safe gehen. Impuls wird auch von Maus rausgenommen und dann lohnt es sich eigentlich kaum noch, hier auf Frex zu gehen. Nano geht aber nochmal aggressiv, nein, geht in die CT-Base, um dort zu safen. Und mit einem schnellen Mitte-Push ein paar Flashes. Ich weiß nicht, was Letney da gemacht hat. Geht aggressiv mit der AWP, anstatt sich zurückzuziehen. Hunter nochmal mit einem Exit-Frag, aber das sollte es gewesen sein. Die T-Economy natürlich auch gestresst, wollen hier nicht noch mehr Waffen verlieren. Deswegen werden sie jetzt hier nicht die Witch-Jagd eröffnen, sondern sich einfach zurückziehen, über die Runde und die vier gesaveten Waffen freuen. Bombe geht hoch. 14. Runde für Team King Green. CTs können nochmal kaufen, müssen jetzt aber unbedingt gleich wieder einen Stopp machen, gleich wieder Team King Green resetten. Was wir natürlich nicht schaffen werden, denn... Also ich denke, Team King Green wird hier trotzdem nochmal kaufen, falls sie die Runde verlieren. Aber The Lions mit der Chance, wenn sie... Das ist so eine wichtige Runde jetzt. Sie können die T-Economy brechen, sich selber wieder aufbauen, sind dann bei 10 Runden. Wenn Team King Green dann einen Force-Buy macht und verliert, haben sie 11 Runden. Team King Green muss safen. Also sie haben hier eine Chance, wenn sie jetzt diese Runde konzentriert runterspielen. Amy alleine in der Mitte. Hunter vor der Tor, wird hier geflasht, aber Minise ist genauso blind. Und Hunter kann nur einen holen, Reeds mit dem Trade. Doppel-Door-Setup und Hunter steht genau in der falschen Runde da vor der Door. Kriegt wenigstens noch einen. Das war aber auch nur, weil da irgendeine Flash gerade in dem Moment kam. Amy mit einem wichtigen Headshot nimmt dann den A-Spieler raus, aber der ist da alleine. Es geht Richtung B. Nenno bekommt hier die Info, verliert aber das Duell und jetzt ist es Impuls. Alleine wird hier abgemollt und muss weg da. Löscht den Molo, gibt dadurch seine Posi bekannt. Die TS wissen, was los ist und rennen jetzt hier zum Spot. Impuls verschießt, Taz mit dem Trade. Und das sollte es gewesen sein. Es sei denn, Letney, nein, er verliert das Duell auch gegen Maus und Amy ist alleine gegen drei. Jetzt kommt raus, alle wissen, wo er ist, alle gucken ihn an. Der Headshot von Ron und damit das 15:9. The Lions, kein Geld mehr, müssen jetzt hier in den Force-Buy. Drei Spieler können nicht ordentlich kaufen und stehen damit mit dem Rücken an der Wand. 6 Matchpunkte für The Lions. Die brauchen jetzt hier die Knochenregel. Aber wir sehen CT Economy komplett safe, um nächste Runde nochmal zu kaufen. Zwar kein Perfekt dabei, aber es sollte reichen. Maus lässt sich hier wieder Mitte rausflashen, wird gecounterflasht, deswegen geht er da nicht durch die Smoke. Aber Emmy wieder nur MP9 auf Long Range, also... Bin einfach kein Fan von dieser Entscheidung. Klar, er hat kein Geld. Die MP9 kann richtig Schaden machen. Sie hat eine gute Feuerrate. Aber gegen eine AK bist du natürlich hilflos überfordert.
Miese wollte ja auch B durchsneaken, aber Impuls ist da mit dem Frag. Miese ein bisschen zu cocky. Hatte da schon den Sieg vor den Augen und lässt sich wegfracken. Und Hunter kommt jetzt hier von hinten. Der kann jetzt hier, wenn er das Timing richtig drauf hat, richtig viel machen. Hat er Reeds in der Garage gehört, deswegen bleibt er erstmal stehen. Miese ist abgesmoked, kann mit erstmal nichts machen. Und die T's bauen sich Richtung Schacht, Richtung B auf. Das heißt, Hunter kommt zu spät, kann er nichts machen. Impuls und Nenno müssen das jetzt aufhalten. Impuls mit der AK am Headshot. Da muss jetzt hier eigentlich ein Molo kommen, aber Rollen! Und Tars holen die Flex. Ich weiß nicht, warum Impuls da hochspringt. Der hatte so einen guten Spot. Und dann heißt es wieder Überzahl für Team King. Einfach schon von hinten. Da gewinnt das Duell gegen Rollen. Das ist wichtig. Muss jetzt hier Rob Maus rausnehmen oder auf seine Teammates warten. Die Flash kommt raus. Letney zieht rum. Aber Amy ist halt noch abgesmoked. Er kann nichts machen. Er muss warten. Und Hunter hat auch die Info, Molotov Richtung Headshot liegt. Dadurch die Info, dass da auf jeden Fall keiner sein kann. Aber Maus mit dem nächsten Klick. Reeds wird rausgenommen und Amy verliert das Duell auch. Und dann ist es GG, well played. Kinguin vernichtet The Lions mit einem 16:9. Und das war doch dann erstmal wieder relativ einfach. Ja, schönes, kurzes Spiel. Team Kinguin hatte da überhaupt gar keine Probleme mit dem Match. Hattest du jederzeit noch in Kontrolle. Viele komische Entscheidungen von The Lions. Ich denke, wenn sie sich da die Demo angucken, nochmal merken sie, okay, das muss man am nächsten Mal anders machen. Okay, das war nicht gut gespielt. In vielen Runden natürlich Maus und Tars mit den Headshots, da machst du einfach nichts gegen. Da brauchst du nicht irgendwie irgendwelche Taktiken umzuändern, sondern musst du sehen, okay, der war nice, haben wir halt ins Gesicht bekommen. Da machst du halt nichts. Also, Team Gigo mit dem nächsten Sieg. Gehen damit weiter hoch in der Ladder. Können da vielleicht sogar auf Top 5 hochkommen. Und The Lions muss sich wohl noch mehr anstrengen, wenn sie in den Playoffs bleiben wollen. Haben zwar eine gute Ausgangslage, aber die letzten Spiele sind dann entscheidend. So, wie gesagt, 18 Uhr haben wir leider kein Match. Ich gucke nochmal nach, ob vielleicht eins irgendwie spontan gescheduled wurde. Aber sieht nicht so aus. Von daher haben wir jetzt Pause bis 19 Uhr. Und dann melde ich mich wieder mit Team Fraxers gegen Friendly Fire. Dann wollen wir mal ein bisschen die Deutschen anfeuern. Jedes deutsche Team, das in der MDL Siege gegen nicht-deutsche Teams holt, ist gut für das deutsche CS. Von daher sage ich bis gleich, macht's gut, kurzes Päuschen.